Hallo YouTube, am Montag, den 4. November, gab es dieses tolle Google-Doodle. Ja, ich weiß, der Schmidtpunkt. Kommt mal wieder hinterher wie die Altfasnacht. Aber ich habe bis eben die Google-Doodle-Fanparty gefeiert. Also, um was ging es denn eigentlich bei dem tollen Google-Doodle? Es ging um Shakuntala Devi. Nein? Sagt keinem was? Das ging wohl den meisten so. Es gab noch nicht mal einen deutschen Wikipedia-Eintrag. Der wurde zwar innerhalb von ein paar Stunden generiert, aber trotzdem zeigt das ja mal, wie unbekannt die gute Frau war. Unter Mathematikern ist sie bekannt, und zwar da ist sie ein richtiger Rockstar. Sie galt als der menschliche Computer. Denn sie konnte schneller rechnen als Computer. Zumindest als die von 1977. Also heute sind sie natürlich schneller, aber damals war das schon eine enorme Leistung. Sie war in der Lage, die 23. Wurzel aus einer 201-stelligen Zahl zu ziehen. Und das innerhalb von 50 Sekunden. Also Daumen hoch, das ist schon unglaublich. Hier bei mir auf dem Kanal, ihr könnt gerne mal schauen, gibt es auch ein paar Mathe-Tricks. Aber sowas, was die geleistet hat, ist wirklich ein ganz, ganz anderes Niveau. Ihr ganzes Leben war sowieso sehr chaotisch. Sie hatte nie einen Schulabschluss, aber trotzdem hat sie sich ihr Leben finanziert mit Mathe-Büchern und Mathe-Tricks. Also ist schon unglaublich. Immer eine ganz lustige Anekdote, die man zu Shakuntala Devi erzählt, ist, dass ihr Mann war homosexuell. Das war damals noch eine ganz, ganz schlimme Sache. Ja, auf jeden Fall haben sie sich dann getrennt und Shakuntala Devi fand das gar nicht alles so tragisch, sie fand das alles sogar interessant und hat dann über Homosexualität ein Buch geschrieben. Also wirklich schon für damalige Verhältnisse unglaublich tolerant, also fand ich wirklich ganz, ganz toll. Shakuntala Devi, also wirklich eine Person, die man sich merken sollte. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass Google auch mal wirklich so eine Person aufgegriffen hat und mit diesem kleinen Doodle geehrt hat. Sie wäre am 4. November 84 Jahre alt geworden. Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum ich dieses Video hier mache. Und zwar möchte ich ein paar Fragen beantworten. Ich weiß nie, wann es immer so passt, ein paar Fragen zu beantworten. Deswegen habe ich gedacht, ja, machen wir hier mal schnell ein Video. Und ich habe mir ein paar Fragen bzw. die häufigst gestelltesten Fragen rausgesucht und ich lege auch direkt mal los. Woher kommen die Ideen? Ja, die Ideen kommen natürlich von Fachzeitschriften, Internetseiten und ja, vieles, was mir im Kopf so rumfliegt. Ich poste am besten einfach mal so ein paar Quellen, die ich öfter mal benutze. Ich versuche, Quellen aufzuschreiben, die für jedermann verständlich ist, dass es auch einigermaßen interessant ist. Zum Beispiel fällt mir gerade ein, D-Radio Wissen hat immer ziemlich gut recherchierte Artikel oder Science Blogs, das ist so eine Internetseite, wo verschiedene Wissenschaftler ab und zu mal bloggen, was sie so machen, an was sie so forschen, was sie so in ihrem alltäglichen Leben tun. Das ist wirklich eine ganz, ganz interessante Geschichte. Skynex ist auch so eine ganz tolle Seite, die immer ganz aktuell ist. Wie gesagt, ich poste einfach mal ein paar tolle Internetseiten, die auch wirklich dann Spaß machen zu lesen. Ja, wie alt ich bin? Das wüssten sehr, sehr viele gerne. Ich verrate mal so viel. Mein Alter steckt in den ersten paar Stellen von Pi. Ich muss ja jetzt irgendwas Nerdiges suchen. Ja, und ich bin nicht 340, will ich auch mal ganz kurz festhalten. Die nächste Frage. Ja, meine Leistungsfächer in der Schule. Okay, gut, das wird jetzt peinlich. Also, erstmal Deutsch. Geht ja noch, ne? Biologie. Ja. Und Kunst. Ja, ich hatte Kunst als Leistungskurs. Und ich muss auch sagen, das war eins meiner besten Fächer. Ja, schon ein wenig peinlich. Was mich so an Wissenschaft interessiert, es ist ganz einfach das Rätselraten. Ja, ich finde es immer ganz toll, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Am Anfang hat man gar keine Ahnung, um was es überhaupt geht. Und dann arbeitet man sich so langsam vor und es wird immer klarer. Und am Ende kommt so ein Ja-Aha-Moment. Und das finde ich ganz toll, das macht richtig viel Spaß. Ja, das ist eigentlich das, was mich so interessiert an der Wissenschaft und den ganzen anderen nerdigen Dingen. Dann Vorbilder. Ja, Vorbilder, natürlich gibt es viele aus der Naturwissenschaft. Die ganz großen Klassiker sind natürlich auch die Leute, die ich bewundere. Aber so ein richtiges Vorbild bzw. Idol ist dann doch eher ein Sportler. Und zwar ein Sportler von einem Sport, den viele vielleicht noch nicht mal kennen richtig. Es geht um Tennis. Genauer gesagt um Roger Federer. Finde ich wirklich ein klasse Typ, was der alles für den Sport geleistet hat. Bester Spieler aller Zeiten, meiner Meinung nach, und wirklich auch so, wenn man sein Auftreten sieht, wirklich ein sehr, sehr, sehr sympathischer Mensch und da macht der Sport dann wirklich richtig Spaß beim Zuschauen. Noch eine andere Kleinigkeit, ich habe nämlich voll die süßen Geschenke bekommen. Also so richtige Nerd-Geschenke, aber süß, süß. Also was bekommt ein Nerd geschenkt? Ist ja klar, Socken, aber richtig süße. Nämlich zum Beispiel, Moment, hier. Der süße Darth Vader. Ist er nicht lieb? Und dann noch vom
Batman und Star Wars Logo. Alles ganz süß. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Nochmal vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns dann bald im nächsten Video. Tschüss!